Hallo und herzlich willkommen zu Türchen Nummer 18. Dieses Türchen durfte sich mein Partner aussuchen und raus kam dabei War for the Overworld. Ein Spiel, von dem ich keinerlei Ahnung habe, worum es eigentlich geht. Ich weiß irgendwie, man muss einen Dungeon bauen. Ich bin gespannt. Also starten wir einfach mal direkt rein. Was haben wir denn hier? Kampagne, Schmelztiegel, Szenarien, Scharmützel, mein Hobby-Dungeon. Nee, ich würde sagen die Kampagne, ne? Wir gucken uns mal die Kampagne an. Ich hoffe, da gibt es eine kleine Einführung. Okay, führe Krieg gegen das Imperium, vernichte ihre achtbaren Streitkräfte und töte Imperator... Was? Lucius? Ich kann das hier kaum lesen, irgendwie die Schrift. Oder... Achso, das sind... Sind das DLCs? Ich bin mir sicher. Ich mach mal hier das erste. Am besten. Now go! Welcome back, Underlord. I must say, I wasn't expecting you quite so soon. The transference may have left you feeling a bit foggy in the head. Focus now. I'll try to ease you back into it. Fortunately, this does seem to get easier each time. This is your home realm, the source of your power, and the anchor that binds you to reality. Many years ago, it was destroyed, and you were cast out into formless nothing. Fortunately, you've returned from your exile to once again challenge those who would stand between us and the mortal realm of Kairos. Your resurrection heralds the next phase of our assault upon its wretched empire. Now led by the newly crowned Emperor Lucius. But he is least and final of our worries. It's his generals and the protection of their goddess Kira that will truly test our mettle. Ready yourself, Underlord. Let's begin our war for the overworld. Okay. Machen wir das? War for the Overworld. Heimatreich zurücksetzen. Einleitende Videoszene abspielen. Kampagnenfortschritt zurücksetzen. Wo fange ich denn hier an? Ist hier Nummer 1? Da. Oberons Reich. Erwachen. Okay, dann fangen wir doch hier bei Nummer 1 an, würde ich sagen. I've been looking for someone to spearhead my campaign. But before we get stuck in, let's refresh that old mind of yours. Sehr gut. Also hier lernen wir erstmal, wie das Spiel eigentlich funktioniert und wie wir unsere Kräfte als Underlord einsetzen. Sehr schön. Ein Tutorial also. Huch, Zugriff zulassen? Ja. Bin ich gerade aus dem Spiel rausgeflogen? Welcome back, Underlord. It's been a long time since you were banished to the Aether. You've returned as a husk of your former self. But I've taught far denser underlords than you. Let's start with the basics. This is your dungeon core. Okay. Hilfe-Button. Yeah, okay. The tether that allows you to manifest your malignant will. If destroyed, your consciousness will once again be scattered to the void. Your workers are an extension of your dark will. They have many jobs, but their main focus is in carving out the halls of your dungeon. Put them to work by clicking and dragging your cursor upon the flashing tiles to tag them for excavation. Your workers will now rush forth to dig out and claim the tagged area. Once they have laid down the stones, marking the ground as your own, you will be able to build rooms upon the finished tiles. While your lackeys get to work, look to the east of your dungeon core. Wo ist denn hier Osten? Achso, ja. Warte mal. Nee. Nee, das ist Westen. Ich guck gerade, ich versuche mich an dieser Karte hier zu orientieren. Also hier müsste Osten sein, ne? Laut Karte.
Okay, und hier sollen wir endlich mal auf den Hilfe-Button raufdrücken, dann machen wir das doch. Ask so. Away. Was These ist das? Underworld gateways connect your dungeon to the lower realms of the underworld, allowing minions to enter your domain. Okay. Additional gateways will increase the total number of minions your dungeon can support. Okay, gut. Dann sollten wir wahrscheinlich da irgendwie hin, ne? Wir sollen das hier, glaube ich, weggraben. Zumindest sieht es so aus hier markiert. So, ihr Kleinen, los. Vielleicht kommen wir dann hier irgendwie rüber. This is a gateway, one of the many portals that you'll use to attract minions to your dungeon. Jetzt kommt's. Okay. Order your workers to dig a path to it now. Okay. Machen wir das. Die setzen sogar Bodenplatten. Mensch, toll. Unterweltportal. Besitzer neutral. So, da holen wir uns jetzt neue Diener. Sehr gut. Und nun? Muss ich darauf klicken? Oh, das freut dich gar nicht. Entschuldigung, Kleiner. Damit haben intelligente Diener die Möglichkeit, den Dungeon des Besitzers zu betreten. Zusätzliche Portale erhöhen das Maximum der Diener, die angelockt werden können. Now that you have a gateway, minions can enter into your service. But first you'll need to build the rooms necessary to entice them in. Start by building a barracks. This room would allow your minions to hone their combat skills without the risk of permanent death or disfigurement. Select it and build it by clicking and dragging your hand across the claimed tiles. Most rooms must be built at least 3x3 in order to function properly. Though the lair and vault are effective at any size. Okay, Räume müssen mindestens 3x3 Felder groß sein. Und die baue ich jetzt einfach hier rein, oder? Okay, so scheinbar. Ach so. Nee. Jetzt, ne? Oder nicht? Ich bin mir unsicher. Kaserne ist attraktiv für Knarzlinge und bietet deinen Dienern einen Ort für ihr Training. Eine 3x3. Ist das jetzt nicht richtig gewesen? Ach, 3x3, Entschuldigung. Das ganze Ding muss. Ja, ich bin doof. Jetzt, ne? Okay. A gnarling has entered your dungeon. Ooh. Attracted by the barracks, these green-skinned scrappers aren't quite right in the head, and they'll happily hack at your foes until someone is dead. Outside of combat, gnarlings will train themselves within your barracks. You can pick them up with a click if you find them slouching off, then deposit them anywhere within your dungeon with a right click. Sure. For further entertainment, you can always put yourself directly into their head by casting possession upon them. Okay. A gnarling has entered your dungeon. Das ist ein Knarzling. Wir sollen jetzt den Zauber Übernahme wirken. Das war gar nicht viel Zauber. Übernahme. Possession will allow you to inhabit the mind of a minion, allowing you to see through their eyes, control their movement. And activate their abilities. You can increase the efficiency of props within your rooms by fortifying the walls closest to the props. Workers will fortify walls automatically when they've completed all their other tasks. Now that you have some minions, you will need to cater for their basic needs. First, build a lair so the pitiful little meat sacks can get some rest. Don't worry, Underlord. You'll soon get used to this. Now you can control your minions' movement with the W, A, S, and D keys and change their unique quickbar abilities using the number keys. Left click to use their current ability. Push the escape key to end possession. Okay. Also hier trainieren jetzt unsere Angreifer. Ich weiß nicht, Verteidiger. Ich weiß gar nicht. So, der Raum ist fertig. Das heißt, wir können jetzt diese Resuchen hier bauen. Muss das auch so gut sein? Ja, well done. But see how your gold reserves have been depleted.
Command your workers to mine some of the nearby gold by tagging gleaming tiles. They collect and return gold to your dungeon coffers, allowing you to spend it on whatever your dark heart desires. Your core can store up to 16,000 gold pieces. But if that number sounds pitifully small, or if wealth inspires the evil in you, simply build a vault to store more. Now that you've got a bit of coin in your pocket, you can build a slaughter pen. This room produces scores of micro piglets, a delicacy that will sustain the weak flesh of your minions by filling their bellies with succulent pig flesh. Okay, wir sollen eine Schlachterkammer bauen. Hier geht das nicht. Warum? Weil da vielleicht noch kein Boden war, kann es sein. Warte mal, ich glaube, wir müssen warten, bis die den Boden dahin gemacht haben. Warte mal. Kann ich auch schneller machen? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. So, Schlachthaus. Machen schon ein bisschen eklige Geräusche. Ein bisschen. Was steht hier? Nazlinge. Können wir wegmachen, die Nachrichten. Ah, hier stehen jetzt Betten tatsächlich. Your dungeon has been breached. Cast Rally upon these specters and your minions will immediately sally forth to wreak bloody havoc. Sally, Rückruf meinen die. Oh, was ist denn hier los? Oh Gott. Ah, ich kann nichts. Hilfe! Ich hab den blöden Typen hier in der Hand. Ich kann nichts machen. So. Gott. Well done. Das war gerade zu viel. Now finish off the rest of these manifestations with a second rally flag. Ich weiß noch nicht, ob ich die Rufflagge mache, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Krieg ich nicht hin. Kampf, ja. Ja, ist okay. Ja. Wie denn? Also ich kann den irgendwie nicht sagen, was wir hin sollen. Mach's mal so gerade. Ich habe keine Ahnung, wie ich das mache. You can cast recall upon a minion to immediately return them to your dungeon. Though if they are attacked as in channels, then the spell will fizzle into nothing. Du kannst einen Diener auch mit dem. You're on a roll, Underlord. And I've been waiting far too long to begin my war for the overworld. Let us enter the realm of Kairos and continue your retraining against a more fitting enemy. Okay, gut, das war jetzt nicht so erfolgreich. Oh, Erweckung. Well done, Lord. I see it's all coming back quite quickly. I expected nothing less. But there's much still to learn. Why don't we work in a bit of murder while we're at it? It's time for you to enter the realm of Kairos. Okay, na denn, machen wir das doch. Ja, das mit Rückruf hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Ein Diener wird zurück in die Sicherheit eines Dungeons teleportiert. Ein Angriff auf das Ziel während der 5 Sekunden dauernd Übertragungszeit unterbricht den Zauber. Kann auf Kriegstruppsymbole gewirkt werden, um die gesamte Gruppe zurückzurufen. Das müssen wir nochmal ausprobieren. Das hat gerade nicht so gut geklappt, leider. Okay, das war jetzt Nummer 1 hier. Dann nehme ich mal an, wir müssen jetzt hier hin. Wir kommen in Kairos. Nummer 2, das schaffen wir. Now's the time for a bigger challenge. Before you lies an imperial keep, guarded by a certain Lord Rusimov. He had a bit of an accident that melted most of his face, but he's no less vigilant a soldier. He's been sent to guard an object that could threaten our campaign. Get in there and burn the rest of him, Underlord. Okay, also, Rusimov müssen wir jetzt besiegen. Benutze deine neue Kraft, um Lord Rusimov samt dem Inhibitor auszuschalten, den er bewacht. Oh Gott, das ist ja voll süß, das Bild. Oh. We've punctured the veil of this world through a schism. A point of weakness in the bonds between realms. Unfortunately for us, the Empire has crafted defenses to keep us from the heart of their kingdom. These inhibitors prevent underlords from trespass. But whether it's bone or stone, it can be broken.
I suspect that this Empire force has yet to taste true battle. But before you go engaging them, you'll need to muster up some minions. Okay, dann müssen wir also hin. Unfortunately for me, your time in the ether has left you a weak husk of your former self. In order to reacquire your powers, you will need to access the veins of evil. Open them now, and use a sin to unlock the archive. Wir machen uns das hier erstmal schön. Ha, ich kann das Gold. Das ist mir vorhin passiert, ne? Ich habe aus Versehen das Gold an. Your vaults are full of gold. Gut, schon gemerkt. So, das Portal haben wir. You have claimed a gateway. Jetzt brauchen wir diese Kaserne. Dafür müssen wir uns ja hier aber erstmal was weghauen. Theoretisch, ich könnte das ja auch direkt hier hinbauen, oder? Okay, die brauchen jetzt leider ein bisschen. Ich habe ein bisschen viel auf einmal, glaube ich, hier reingehauen. An Befehle. Ist das noch markiert? Ja. Okay. Warum kann ich hier... Was ist das denn? Archiv freischalten. Okay. Archive unlocked. Wo war das? This room will allow your minions to research additional sins, which can be spent to recover your lost powers. Build one now to begin researching additional sins. Klingt gut. Klingt sehr gut. Wir machen uns hier mal ein bisschen Platz für alles. Das Archiv ermöglicht magisch talentierten Dienern, Sünden zu erforschen und den auf der Karte gefundenen Artefakten ihre Geheimnisse zu entlocken. Lock den Kultisten an. Cool. Na denn, machen wir das doch mal gleich. To have your workers prioritize objectives in a specific area, place a worker rally banner in that location. Was? Build an archive, Underlord. Your forgotten powers are far more impressive than those you currently wield. Ich hätte das gern hier so. Wir machen das gleich. Guck mal, hier oben. Okay, hier ist der Inhibitor, den wir wegmachen sollen. Und laut Rosimov rennt da auch rum. Okay. Kann ich auch Wände wieder neu ziehen, wenn ich sie abgebaut habe? Wahrscheinlich nicht, ne? So, da ist das Archiv. Wir brauchen auch eine Schlafkammer. Da würde ich mal hier Platz machen für. Wo geht's denn hier hin? Your vaults are full of gold. A cultist has found its way into your dungeon. Attracted by the magical tomes within your archive, these minions will spend most of their time researching sins for you. Though they are weak combatants, they have the power to curse your foes, making them weak to your other minions' blows. Sehr schön. Your minions are unfortunate beings of weak flesh. Build them a lair so they may rest. A hungry minion can always find work elsewhere. Ich bin dabei. Build a slaughter pen before your minions starve. Lässt mir aber auch keine Zeit hier. Huch. Was ist das denn? A cultist has entered your dungeon. This shrine uncovers the fog of war over a wide area. Okay. Allowing you to spy on your enemies and keep track of their movements. Ach schön, hier sehen wir sogar ihre Schlafkammer. Okay, also der hat den Fog of War ein wenig aufgelöst. Sehr, sehr gut. Aber hier auch mal Platz. Dann würde ich hier das reinbauen, tatsächlich. Hier könnten wir ja die Kaserne reinmachen. So. Hier gibt's Futter. Was? Achso, noch ein Knarzling kam. Okay. Na komm, baut mir einen Boden. So. Nehmen wir das. Your vaults cannot store any more gold. Das wollte ich nicht. Also wir haben das. Was ist die Schatzkammer, sollten wir noch haben. Ne? Die können wir hier reinbauen, theoretisch. Und da gibt es auch noch Gold zu holen. Oh, das wollte ich gar nicht so. Wir haben einfach zu viel Geld. Das ist tragisch. The vault will store your hard-earned gold when your dungeon core can no longer store anymore. Each tile will store 1000 gold, meaning the room is effective at any size.
Verteilt euch mal. Alle. Hier wird gekämpft. Ach, der Kultist kämpft auch. Das soll er nicht erforschen. Warte mal. Sollst du nicht hier hin? Da? Achso, wir haben schon zwei Kultisten hier stehen. Achso, deswegen geht er da wahrscheinlich kämpfen. Und was haben wir hier? Register Bauwerke? Ersatzerde. Ach, da kann ich wieder Säulen hinstellen, ne? Wahrscheinlich. Und hier sehen wir, wie viel wir überhaupt haben. Zwei von jedem gerade. Okay. So, ich baue mal hier die Schatzkammer rein. Erstmal so. Wir können ja noch vergrößern scheinbar. Oh Gott, wir haben echt zu viel Gold. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Ich mach das mal hier noch größer. Das hier wird einfach alles Schatzkammer, würde ich sagen. So, baut mir mal Boden hin. Ah, guck mal, jetzt kommt die ganzen Schätze kommen jetzt hier rein. Wunderbar. Schön, dass das auch sofort so an... Ja, so anknipst hier an die anderen Sachen. Jetzt auch noch Schätze. So, was soll ich jetzt tun als nächstes? Das haben wir alles. Oh, was ist das denn? Von den Kultisten wahrscheinlich die Schlafräume, ne? Spannend. Muss ich jetzt noch mehr Kasernenplätze machen, damit ich mehr Leute kriege? Ich weiß es nicht. Ich kann gerade noch nichts tun. Was ist das? Ah, Mann. Hallo? Ich würde da gerne raufklicken. Beobachtungsschrein. Ja, den habe ich schon gesehen. Nee, da würde ich nicht. Ich wollte auf das Ding. Aktiv per Klick ansagen. Ja, sehe ich, ja. Okay. Ach, hier. Ein Schlachthof bauen haben wir doch schon. Ist er zu klein geworden? Haben die den nicht ausgebaut? So, die haben den nicht ausgebaut. Hard to earn a new sage. Use it within the veins of evil. To unlock the tavern. This room provides your minions with succulent cooked pig flesh and stout ales. After eating a meal within its hearthed halls, their spirits will be raised, increasing their productivity for a short time. Tasty little hoplings. Wir können es hier immer wieder erweitern. Oh, die Schweinchen sind ja voll niedlich. Oh. Und kleine, dicke Schweinchen. Oh. Ja gut. Das hier ist weniger süß. Oh. Oh Gott. Okay, da kann ich nicht hingucken. Ich guck lieber hier hin. Oh. Warte. Warte. Ernsthaft? Da sind Schweine drin. Was soll das? Was haben die Schweine? Okay. Was ist das denn hier? Leider kann ich das hier ganz oben nicht lesen. Das wird nicht angezeigt. Tavern! Taverne. Okay. The tavern is an essential room for keeping your minions fed. As they increase in level, they will eventually rebel if there is no tavern to sate their hunger. Build one now. And remember that the tavern is unique. It must be built at least 3x5 in order to be effective. The tavern must be built at least 3x5 before it can be used by your minions. Muss ich hier weiter ausbauen? Ist so scheinbar noch nicht fertig. Ja, hier ist leider... Hier kann man nicht hinbauen. Jetzt müsste es aber gehen, ne? Was haben die denn immer mit Schweinen? Das ist auch schon wieder so ein Schweinekopf oben drauf. Huh? Was ist da denn passiert? Taverne bauen 3x5. Ich kann das eigentlich sehen, ne? 1, 2, 3? 1, 2, 3, 4. Ah, okay. Muss tatsächlich immer noch ein Stück größer sein. Das muss noch weg. You'll still need a slaughter pen in order to keep your tavern stocked. But in a pinch, you can always drop some alternative meat into the grinder. Rooms will only attract a certain number of minions before becoming full. In order to attract more, you will need to expand them. Also Gebäude müssen erweitert werden, damit mehr kommen können. Nothing in this life is free, Underlord. And you'll regularly need to pay your minions for their hard work. Be sure to keep an eye on your reserves. For if you've not enough gold for their wages,
they'll be swift to find gainful employment elsewhere. Fortunately, your minions will return some of their earnings by buying meals within your own tavern. What a delicious arrangement. Okay, also, die Minions hier müssen bezahlt werden, bezahlen uns aber auch wieder zurück, wie wir sehen, in der Taverne. Sehr schön. Dann kriegen wir unser Geld also einfach wieder. Zumindest ein bisschen. Und da sollten wir wahrscheinlich noch nicht hin. Ich würde jetzt einfach mal die Kaserne erweitern. Ah, hier kann man nicht bauen. Something evil stirs out there. Scouts! Go find what the hell's making all that racket. Rally your minions to defeat these scouts once they breach your dungeon. Let's keep Sarusimov in the dark a little while longer. You should try using the lightning and heal spells to assist your minions in combat. Mm-hmm. Okay. Blitz und Heilung. Aber ich weiß ja gar nicht, hier ist noch keiner. Ah, die kommen hier schon. Okay, okay. Kann ich hier irgendwie... Also ich möchte eigentlich, dass die da hingehen. Aber irgendwie kriege ich das halt nicht hin. Ich weiß auch nicht. Wo sind denn meine Knarzlinge? Ich weiß es nicht. Wir helfen mal mit Blitz. Will call down a thunderous bolt of energy, damaging okay, and stunning a single enemy. However, it can only be used within your own territory. The health of minions is represented by petals surrounding their unit shield. Once no petals remain, a creature will fall unconscious and soon die, unless returned to its lair to recover. To have your minions ignore rally flags and remain focused on their current objectives, you can assign them to the peace band. They should be back by now. Ugh. Bar the doors. We wait for reinforcements. Look how easily your minions cut down these sappers. If I didn't know better, I'd say the Empire is woefully unprepared. Once minions are rested, you can leave them to their work or force them to train by dropping them in a barracks. Okay. Ich weiß nicht genau, ob ich jetzt da Erde... Nee, das ist keine Erde. Okay. Ich dachte, ich würde da jetzt... Oh Gott, die soll ich hier gar nicht hin? Ich weiß echt nicht, wie ich die hier abhalte. Hier ist auch eine Tür, aber da kann ich nichts machen, ne? Knarzling, Ersatzerde. Und das mit der Erde... Ach doch, tatsächlich, hat funktioniert. You've tagged an enemy's fortified wall. Nein, das wollte ich nicht. These reinforced structures will take your workers a very long time to mine. Look for a way around this obstacle. So. Okay, was? Befestigte Wanne ist mit. Ich kann doch nicht so schnell lesen, Mensch. Ich war gerade mit anderen Sachen beschäftigt. Zerstören in. Ja, Arbeiter ruft das Symbol rechts neben dem Rufsymbol, um deine Arbeiter anzuweisen, damit sie Aufgaben in bestimmten Bereichen vorhanden. If you don't want to do something, you could at least vocalize it, Thunderlord. Lass mich doch mal in Ruhe. Ich kann doch nicht so schnell, Mensch. Also, muss doch erstmal gucken hier. Also. Warte mal, wie viel habe ich denn jetzt gehabt? Ich habe 6 davon. Vereinnahmung aufheben. Heilung. Ach, das war die Übernahme. Ich wollte vorhin eigentlich heilen. Hab dann aus Versehen eine Übernahme gemacht. Okay. Vereinnahmung aufheben. Damit gibst du das Eigentum an einem Feld oder der Befestigung eines Feldes, Schreins oder Portals auf. Okay. Arbeiterruf, das ist ein Symbol rechts neben dem Symbol, um deine Arbeiter anzuweisen, damit sie aufkommen. Unclaim will remove your ownership or fortification of a tile, shrine or gateway. Useful if you claim something by accident or if you wish to bequeath an area to an ally. Okay. Keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig gemacht habe, ehrlich gesagt. Aber das mit dem Arbeiterruf verstehe ich gerade nicht. Den gibt es hier gar nicht. Soll neben dem Rufsymbol sein, ist aber irgendwie nicht. Moment. Oder ist es ganz anders? Ach hier, Arbeiterruf. Worker Rally will create a banner around which your workers will prioritize tasks. Slap the banner with the right click to dismiss it.
or right-click on its icon to dismiss all worker rally flags at once. Ah, okay. Okay. Und hier könnte man jetzt quasi alle hinrufen zum Kampf. Okay, sehr gut. Ja, das habe ich. Das wollte ich die ganze Zeit haben. So war's. Aha. Ich dachte, damit lösche ich die Dinger wieder. So, jetzt lösche ich alles wieder. Okay, jetzt ist wieder alles weg. Okay, okay, verstehe. Wenn ich angreifen will, dann benutze ich dieses Ding dann. Okay. So, Dungeon erweitern. Ein Archiv und eine Kaserne. Okay, wir sollen Archiv und Kaserne erweitern. Ist hier nur ein bisschen schwierig, weil geht hier nicht mehr tatsächlich. Hier nicht mehr. Ja, ich habe hier doof gebaut, ne? Das funktioniert nicht. Warte mal. Kaserne. Geht halt nicht. Was soll ich noch erweitern? Das Archiv könnte ich erweitern machen, ne? Aber auch nicht viel. Also, ja, blöd gebaut. Ich weiß nicht, ob das hier was bringt, wenn ich so arbeite. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ansonsten. Was? Friedenstruppe? Verwende Friedenstruppe über dem Rufsymbol, um zu verhindern, dass bestimmte Diener Rufflagen folgen und weiterarbeiten. Das hier. Ich gemacht, aber irgendwie auch das funktioniert. Warte mal. Also wenn ich jetzt quasi das hier mache, jetzt die Friedensflagge auf den Kultisten. Achso, wir sollen nur mehr noch machen. Ah, jetzt haben wir es. Okay. Okay, okay. Ja, so lang. Oh, ich habe den geschlagen. Oh, ich habe den geschlagen. War das schlimm? Upsa, Entschuldigung. Okay, okay. Gut, ja, Dungeon erweitern schwieriger. Wie gesagt, ich kann es probieren hier mit der Kaserne. Klappt nicht, ne? I appreciate a power nap as much as the next dark god. But could you finish the job? Aber hier. Okay, da haben wir eins mehr. Kaserne geht nun leider nicht mehr, weil hier so stabile Wände sind. Leider. Schade, schade, schade. Ich weiß nicht, ob ich hier quasi die... Nee, das funktioniert nicht. Ich kann das hier leider nicht wieder wegnehmen, ne? Hm. Nein, scheinbar nicht. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie abreißen kann. Kann ich mal verkaufen? Ah, so kann ich abreißen. Okay. Ich würde eigentlich gerne das Ganze so... Jetzt haben wir hier eins mehr. Das ist nichts. Okay. Aber das hat wohl noch nicht gereicht. Nur mal sehen. Eigentlich jetzt müssten noch Diener kommen. Mal sehen. So, jetzt sollen wir zu ihm hin. Na komm, dann gehen wir mal. Denn wir sind auch schon mal 33 Minuten. Wir müssen jetzt mal endlich angreifen hier, sonst wird das nichts mehr. Also Leute, kommt her. Dina, bitte auch hier hin. Und dann werden wir hier jetzt stürmen. Wir wollen das ja noch schaffen mit dem Angezockt. So, Leute. Los, Angriff. Ich hoffe, es greifen jetzt auch alle an. Ich hoffe, es sind jetzt nicht welche hier im Friedensding. Bitte mitkommen, ja? The Empire's Templar is their core foot soldier. Dim-witted. And pure battle fodder for an underlord, despite his training in the barracks. Okay, weiter, Leute. Ich weiß nicht, warum jetzt nicht alle mitkommen. Ich weiß nicht, ob die noch dieses Friedensding drin haben. Der ist natürlich ein bisschen doof. So, Leute. Hier angreifen, bitte. If any of your minions fall in combat, your workers will attempt to rescue them and return them to their lair, where they may rest and recover. The enemy have breached the damn walls. Steal yourselves, lads. Ja, wir sind da. Let's hope your vault is brimming, Underlord.
It is payday. Ich kann irgendwie mit ihm angreifen. Ich weiß nicht warum. Heal will restore an injured minion based on their current health. Aber ich kann gar nichts machen. The healing energies will be shared with other nearby minions if they are also injured. Keine Ahnung. Irgendwie kann ich ihn nicht klicken. Also hier kann weder den Blitz gerade auf ihn wirken. Jetzt kann ich hier irgendeine Heilung machen. The Empire's cowardly priestess supports her allies from a distance through her wholly misled beliefs in the goddess Kira. You'll often find her cowering in the archive and sanctuary. Vielleicht kann ich das hier nicht wirken, weil das feucht wird. Ich weiß nicht. Nee, kann ich tatsächlich nichts machen. Hier ja. Also hier scheint zu funktionieren. Und die Leute tun mir voll leid. Die haben, ich meine, wir sind ja eigentlich wirklich die Bösen hier. Und die tatsächlich die Guten. Tut mir ein wenig leid. So, los. Jetzt greifen wir ihn hier an. Muss ich jemanden heilen? Nein, schade nicht. Noch nicht. Ich behalte den Heilzauber mal, falls es nötig ist. The light is gone. Geschafft. Sehr schön. Wir haben's. Extinguished. It seems almost charitable to put him out of his misery. Das ist der Inhibitor nämlich. Well done, Underlord. You're learning much faster this time. Naja. Ich komme ein bisschen durcheinander, ne, wenn ich irgendwas machen muss und er dann die ganze Zeit quatscht im Hintergrund. We've barely even started, and you already have a notch on your belt. Well done, Underlord. But there's no rest for the wicked. Two inhibitors still stand between us and the mainland. But after your butchery of poor Lord Rusimov, I doubt they'll be as weakly defended. Okay, die nächsten Inhibitoren werden anstrengender. Ja, Leute, so viel zu War for the Overworld. Das macht schon Spaß, ne? Also zumindest die Kampagne hier bisher war ja eher Tutorial-mäßig tatsächlich. Aber ich glaube, wenn das jetzt noch schwieriger wird und so, kann das durchaus sehr viel Fun machen. Na, mal sehen. Ich weiß noch nicht, ob das in der Liste landen wird. Wahrscheinlich eher nicht. Vielleicht spiele ich das mal so für mich. Weil das Spiel ist ja jetzt schon, glaube ich, älter. Würde ich jetzt mal vom Grafikstil und so sagen. Es gab vor kurzem jetzt tatsächlich einen Patch. Deswegen spielt es tatsächlich auch mein Partner gerade wieder. Sehr erfreut. Naja, mal schauen, ob ich mal Bock drauf habe. Aber ich glaube, ein Let's Play wird es hierzu nicht auf dem Kanal geben. Also dann, bis morgen zum nächsten Türchen. Bye!